Keine Minute war in Davos gespielt, da jubelten die Bündner bereits zum ersten Mal. Guckisberg wurde zuerst als Torschütze gefeiert. Doch in der Wiederholung ist unschwer zu erkennen, dass der Schuss des Davoser Topscorers von Peter Daticek vor dem Tor noch entscheidend abgelenkt wurde. Davos machte weiter Druck und konnte nach 7 Minuten auch noch in Überzahl spielen. Forsters Schuss landete via Bande genau auf dem Stock von Rito von Arx. Schon hieß es 2:0. Ambri spielte im ersten Drittel nie auf Augenhöhe mit dem Meister und die erste Pause brachte für die Tessiner auch keine Besserung. 22:54 stand auf der Matchuhr, als Beat Forster, der Verteidiger, zum 3:0 erhöhen konnte. Mit dem Essen kommt der Appetit, sprich, Beat Forster bekam Lust am Tore schießen und erzielte nach 44 Minuten das 4:0. Davos kannte keine Gnade mit dem Tabellenletzten. Dino Wieser erhöhte zum 5:0. Und Peter Taticek zum 6:0. Das war's. Davos kam zu einem ungefährdeten Sieg und Torhüter Genoni zu seinem zweiten.